Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play My Summer Car. Hier bin ich wieder, euer Bruno Krizi. Wir haben jetzt das Holz ausgeliefert, wir haben den Motor eingebaut und starten jetzt, wenn alles gut geht, wieder im Scheißhaus. Ich würde sagen, wir machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben. Ich würde am Auto gerne weiterschrauben, Getriebe einbauen, nach und nach fertigstellen. Ja, so, bin froh, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jawohl, wir starten im Scheißhaus. Licht an, Licht aus. Warum auch immer. Mache ich einfach. So. Bisschen durstig sind wir. Ja, ein bisschen was trinken. So, gut. Wie schaut es mit Nahrungsmitteln aus? Ja, ist noch genug drin. Da müssen wir noch lange einkaufen gehen. So, okay. Wir sind da, der Van ist auch noch da. Schau, schau. So, hier sind wir wieder. Den Motorkran brauchen wir jetzt eigentlich mal nicht mehr. Den würde ich jetzt mal einfach. Der ist mir so und so meistens irgendwie einfach im Weg. Den stellen wir da schön in die Ecke. Irgendwie. Oh, oh, oh. Gleich implodiert alles wahrscheinlich. So. Gut. Motor ist drin. Ist ja schon mal was wert. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal das Getriebe her. Ist falsch hergenommen. Das Getriebe, das gehört jetzt auch noch festgeschraubt. Okay, dann. Ja, mit dem Werkzeugkasten. So. Was auch immer, dass es wieder verschlüsselt sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, probieren wir es mal mit dem. Auch nicht, ist das wirklich noch was größer oder vielleicht schon was kleiner? Also, ich habe keine Ahnung, keinen Dunst. Nee, nee, nee. Okay. Wir fangen von klein an. Ganz klein glaube ich nicht, dass sie ist, aber was weiß man. So, nächste Größe. Was ist denn da für eine Schraube gewesen? Das ist aber nicht die, was wir wollen. So. Nein? Na bitte, okay. Nein, ich gehört da noch ein Deckel drauf. Ah, ja. Da war ja meist egal, glaube ich. So, okay. Unser Getriebe ist festgeschraubt, so wie es aussieht. Okay. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Nehmerzylinder. Da hat er schon eine hydraulische Kupplung. Da. Das ist zwar ziemlich verkehrt an der Hand, aber vielleicht ist der Spieler so gnädig und lässt uns das Teil trotzdem einbauen. Ja, sehr schön, ne? Was sagt man dazu? Das ist natürlich wieder was Größeres oder Kleineres oder irgendwas anderes halt. Na bitte, was Kleineres ist es. So, schön festmachen. So, war es das da jetzt? Ich glaube, gell? Ja. Sollte zumindest so gewesen sein. Nein? Herrschaftszeiten.
So, okay, gut, jetzt ist es aber gewesen. Da vorne war halt auch noch was, also die. Ja, genau. So, okay. Sieht soweit ganz gut aus, ja. Unsere Antriebswellen gehören noch festgeschraubt, das ist wieder eine andere Größe, das ist auch klar. So, schauen wir mal. Antriebswelle. Nein. Nein. Ja, sehr schön. Einmal an diese Seite. So, das wäre mal soweit erledigt. Gut. Dann gehen wir auf die drübere Seite. Ich glaube, unser Riemen gehört auch noch an. Besser gespannt, was ich da so sehe, wenn das jetzt kein Grafikfehler ist bei mir. Dann passt da was nicht. Gut, die Antriebswellen sind einmal fest. Das ist einmal wichtig. So. So, okay. Ja, den Riemen, um das kümmern wir uns nachher. Jetzt werden wir uns einmal nehmen. Diese schöne Zündspule. Die will aber auch irgendwie verbaut werden. Genau, so. Nein, das wollte ich nicht. So. Dann versuchen wir mal den ganz kleinen da. Nö. Auch nicht. Ja, welcher dann? Ja, okay. So, unsere Zündspule ist auch schon drin. Sehr gut. So. Jetzt gab es doch da noch irgendwo die Kupplungsleitung. Lag die unten, glaube ich, oder? Wo lag die? Schaltgestänge haben wir da. Gut, das gehört sowieso auch noch rein, aber die Kupplungsleitung, wo ist denn die? Ich dachte mir. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich dachte, da gab es noch eine Kupplungsleitung. Ja, zu diesem Ding da, zu diesem. Ich will jetzt einbauen. Da. Ah! So. Mal schauen, ob das irgendwo. Was mache ich denn da? So. Mal gespannt, wo das überall angeschraubt gehört. Okay, mal auf jeden Fall da bei dem Nehmerzylinder, bei dem Geberzylinder. Natürlich falsch.
Einmal hier, okay. Da ist auch noch was. Ja, genau. So, wieder etwas mehr geschafft. Sehr gut. So. Okay. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal an mit dem Schaltgestänge. Das haben wir ja vorhin auch schon da irgendwo liegen gesehen. Das ist dieses Teil da. Bauen wir das von drinnen ein, bauen wir das von draußen ein, bauen wir das von unten ein? Das ist eine gute Frage. Ach, da war schon ein Haken. So. Oder die Waldfee. Wo will dieses Ding jetzt überall angeschraubt werden? Ich glaube, einmal da. Auf jeden Fall wieder mal mit einer anderen Größe. Oh, wo wollte der Wagen hin? Schauen wir mal, ob das was Kleineres ist oder was Größeres. Sehr gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles gewesen sein soll. Gehen wir mal in die Grube und schauen wir mal von unten. Da kommt dann der Schalthebel hin, okay. Das wäre ein bisschen weniger, ein Schaltgestänge nur mit einer. Da, ich denke mal sehr. Okay. So, noch irgendwo was. Ja, schaut nichts aus. Ah, das waren die. Okay, Schaltgestänge ist oben befestigt, da befestigt. Das sollte es damals schon mal gewesen sein. Ha, wir können jetzt auch einmal versuchen, ob wir dem Auspuff jetzt schon was anfangen können. Motor ist ja schon drin. Tank ist drin. Ja, irgendwie will der Auspuff einfach nicht. Auspuff gegen uns. Vielleicht muss man den von vorne mal versuchen. Keine Ahnung. Ich glaube, von vorne kann man dieses Teil ja gar nicht nehmen, oder? Das ging ja nicht. Oh ja, okay. Ich weiß nicht, was dieser blöde Auspuff soll. Der jetzt da hängt. Sowas nervt einfach, sowas nervt. Warum kann das nicht einfach ganz normal funktionieren, ohne dass das irgendwie da so mal dumm hupft und springt und keine Ahnung, Physikberechnungen, schön und gut, aber dann sollten es auch funktionieren. Meine Meinung. Dieses komische Gezappel kann ja keiner brauchen. So, okay. Wie oft soll ich noch drücken, dass ich diesen Schalthebel da nehmen will? So. Ich
So, schauen wir dazu auch nochmal in die Grube. Das passt ja. Okay. So, was mit dem Auspuff, das nervt mich echt. Wieso macht er solche Probleme? Eigentlich ist ja jetzt nichts mehr da im Weg oder sonst irgendwie. Bauen wir das halt auch gleich rein da. Ich weiß nicht genau, wo dieses Teil dran war. Das Ding war doch vorne irgendwo dran, oder was? Bilde ich mir das jetzt nur ein? Oder war das hinten irgendwo? Ich meine, das war vorne, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Gute Frage. Ich bin schon blöd, aber ich weiß es jetzt wirklich nicht im Moment. Keine Ahnung. So. Jetzt habe ich eigentlich zwei Teile, die ich momentan nicht wirklich befestigen kann. Warum auch immer, weiß ich nicht. Das Teil will da vorne irgendwo reinpassen. Ah doch. Also. Schraube passt. So. Schraubenschlüssel passt natürlich nicht. So. Den Koffer gehen wir rüber.
Und da immer wieder aufs Auto springen muss, nur weil er sich irgendwas nicht ganz ausgeht, das verstehe ich echt nicht. Nimm doch diesen Scheißkoffer. So. Vielleicht. Diese Schraube da unten muss eigentlich nichts halten, also von dem her. Ich tue es ganz gerne, aber da haben wir schon. So, okay, wieder ein Teil mehr. Wunderbar. So, okay, das hätten wir mal drinnen. Okay. So. Nichtsdestotrotz, mich nervt es einfach volle Wäsche, der blöde Auspuff. Und warum steht das Auto so blöd da? So, okay. Auspuff, was ist mit dir? So willst du nicht, hä? Was ist los? Was ist los? Mit mir kann man ja reden. Scheiß Ding, was ist mit dir? Auspuff. Gott sei Dank. Klumpert. Wenn dieser Scheißdreck überall befestigt. Vorne, natürlich. Und drüber. Und dann noch da hinten, oder wie? Wo ist das jetzt da? Okay, ja, gut. Dann haben wir diesen Auspuff jetzt auch gleich fest. Werkzeugkasten erwischt, das ist wirklich. Wie lang sind denn seine Hände? 10 cm oder kürzer? So, mal schauen, haben wir das. Sehr gut. So, unser Auspuff ist auch mal, unser Auspuffrohr eigentlich, ne? Ist auch mal befestigt. Der Auspuff selber, der Endtopf kommt jetzt noch. Der liegt hier. So. So, der hat sich auch irgendwo festgeschraubt. Da hinten wollen nicht, dass er nur dran steckt, so wie es aussieht. Sondern da vorne irgendwo, da, ja. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus jetzt. So.
Wir haben Hunger, wie man sieht. Ja, dann haben wir diesen Hunger doch stillen. So. So, schlafen wir auch gehen. Immer wenn wir munter werden. Warte, dieses scheiß Telefon. Das ist ja wirklich schlimm. Was ist da? Nein, danke. So. Okay, gut. Es ist Mitternacht, okay. So. Wieder ein bisschen was geschafft, hätte ich gesagt. Wir werden jetzt einmal speichern. So. Ich danke euch wieder mal herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play My Summer Car. Bis dann. Ciao.